Hallo, mein Name ist Jörg Gräber, ich bin Torwart bei der Spielvereinigung Wesslingen-Urfeld. Mein Name ist Dilot Unzula und ich bin auch Mittelfeldspieler bei Wesslingen-Urfeld. Wir tippen heute den 9. Spieltag der Mittelrheinliga. Das erste Spiel ist Bergisch Gladbach gegen FC Hürth. Ja, im Moment stehen sie beide unten drin, aber Bergisch Gladbach hat ja jetzt einen Trainer gewechselt. Und daher denke ich mal, dass der neue Trainereffekt greift. Es gewinnt Bergisch Gladbach 2-0. Das zweite Spiel ist Euskirchen gegen Pesch. Da denke ich mal, dass Euskirchen richtig gut drauf ist und dass sie das Spiel auch gewinnen. 2-1. Ja, schließe mich an. Die nächste Partie ist Freialdenhofen gegen den TV Herkenrath. Ja, so wie es aussieht, ein Spitzenspiel im Moment. Ich glaube aber, dass Herkenrath das mit der ganzen Erfahrung machen wird und gewinnt. Dreckig 1-0. Das nächste Spiel ist Arnoldsweiler gegen Fischtal. Da denke ich auch, dass Fischtal da nicht verlieren wird. Da die gut hinten drin stehen und auch kompakt spielen. Ja, es ist ein 1-1. Die nächste Partie ist Breinig gegen Merten. Aufsteigerduell. Ich glaube, Breinig steht in der Tabelle besser als Merten momentan. Das machen die Breiniger zu Hause und gewinnen 2-1. Und das nächste Spiel ist Hennef gegen Alfter. Ja, Alfter hat natürlich nur gegen uns gewonnen, soweit ich weiß. Ist natürlich traurig, deswegen verlieren die auch gegen Hennef 2-0. Die vorletzte Partie ist Friesdorf gegen Siegburg. Ja, Friesdorf unser heutiger Gegner. Siegburg als Spitzenreiter. Ich glaube, die Siegburger rutschen da weiter auf ihre Euphoriewelle und gewinnen 1-0. So, und wir natürlich gegen Hilal Marok auswärts. Wird auch nicht einfach, aber ich denke, dass wir da bestehen werden und gewinnen 3-0.